ihr, dass Sie trotz dieser unglaublich starken Emotion immer wieder sagt, ja, wir bekämpfen dieses Virus zusammen, wir halten den Abstand, wir tragen Masken und wir appellieren an die Politik, also im Vertrauen an das politische System, uns zu helfen. Das ist eine große Leistung und dafür erst einmal danke. Aber dieses Wir appellieren an die Politik, dieses Wissen, dass wir als Gesellschaft diese schwierige Zeit nur gemeinsam durchstehen können, hat ja auch eine Konsequenz. Wir heißt eine Notwendigkeit zur Hilfe für alle. Und wenn man jetzt sich anschaut, dass die Hilfspakete nicht abgerufen werden, dann liegt es ja wohl kaum daran, dass niemand Hilfe braucht, sondern es liegt daran, dass das Wir falsch verstanden wurde, dass das Wir allgemein und anonym definiert wird und nicht zielgenau für jeweils die Bedürfnisse der Menschen, in diesem Fall der Veranstaltungs-, der Kunst- und Kulturwirtschaft und Branchen. Und wenn man sich überlegt, und Sie haben ja gerade Lindemann und Bareis gehört, wenn man sich überlegt, warum das nicht passiert, gibt es zwei denkbare Antworten. Die eine ist schlimm und die andere ist falsch. Die erste wäre, dass man nicht versteht, wie eine spezifische Branche funktioniert. Dass man Programme schreibt, die nicht passen, weil man nicht begreift, wie die besondere Situation im Veranstaltungsbetrieb, im Kunst- und Kulturbetrieb funktioniert. Da können wir Nachhilfe geben. Das machen wir gleich in den Reden danach. Und es ist schlimm genug nach 8 Monaten Pandemie, dass es nicht begriffen wurde. Falsch wäre noch weitergehender, dass man nämlich die besondere Form von Kunst und Kultur, von öffentlichen Räumen, wo Menschen sich begegnen, wo Menschen miteinander ringen, diskutieren, tanzen, singen, streiten, als Selbstverständlichkeit nimmt. Das ist es aber nicht. Das der öffentliche Raum, das ist der Raum der Demokratie. Und er ist nicht umsonst zu haben, sondern er wird hergestellt. Und wenn man glaubt, das ist einfach immer da, das fällt vom Himmel, das ist der Luxus, den eine Gesellschaft sich leistet, dann verkennt man, was die spezifische Form dieser Öffentlichkeit bedeutet. Dann verkennt man die Bedeutung von Kunst und Kultur und der öffentlichen Veranstaltungsszene. Und ich befürchte, dass Letzteres der Fall ist. Wir befürchten, dass Letzteres der Fall ist. Und irgendwann werden wir wieder zusammen streiten, singen, diskutieren, uns berühren, miteinander Gespräche und Diskussionen im engeren Raum führen. Sorgen wir dafür, dass dann noch Menschen und Institutionen da sind, die das organisieren können. Denn das ist das, was eine Gesellschaft erst zu einer Gesellschaft macht. Danke.